Was haben wir noch da? Pumpen. Thomas Hoffmann, ja? David Hoffmann. Einstopp. Tommy, neues Auto? Tommy, den Fischi. Konsulatauto. Konsulatauto. Von der polnischen Behörde. Tommy, mal Koffer auf. Das ist so schön, die Jacke. Mein hübschester Bruder aller Zeiten. Sehr gut siehst du aus. Hast du noch deinen Strampler an, oder was? Ich hab vergessen, den Pyjama auszuziehen. Ey, ich schwöre, Tommy, brutal, Alter. Ich bin geflasht, ey. Nee, nee, der hat noch. Komm, wir wetten. 500. 1000. Ja, okay, 1000. Schmeckt. Gut, ja. Hotelfrühstück. Der hat 17 Teller geholt. Okay, dann setz ich mich in den. Ey, Wena, geht doch nicht. Komm. Komm hinter. Was ist das Problem? Aber du verarschst dich. Das ist nur ein Viersitzer. Ist. Das Sinn, dann muss ich hinterher fahren. Das macht er schon. Das schafft er schon. Wer zahlt den Tank? Ich bin wie immer natürlich. Es gibt doch nichts Besseres, als mit den Jungs trainieren zu gehen, ne? Ja. Der Einzige, der trainiert, bin ich. Das ist ja der Unterschied. Der Geldbeutel bisher hier. Ja, das geht gerade noch so. Was möchtest du denn haben? Stilles Wasser. So eins mit Gurke drin oder mit Banane? Sag, was willst du? Nimm das mal bitte. Nimm mal mit, bitte. Aber du musst ihn anschneiden. Schneid ihn mal bitte an. Christian, was sagst du zu dem LKW-Fahrer? Die haben doch genug Platz hier drüben. Ich weiß gar nicht, was die machen. Was sagst du zu dem LKW-Fahrer? Ich könnte schon wieder ausflippen. Ich bekomme schon ganz schwitzige Hände. Hup den mal weg, Emil. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, David im Gym. Okay. Der soll jetzt mal den Emil bitte so einen Eiweißshake machen, dass er richtig in die Hose scheißt. Was gibt's zu lachen? Wir lachen so über. Über? Ein paar Menschen. Das kriegst du. Warte doch mal! Ich mach jetzt. Da hatte ich 116 und da hatte ich noch 13. Hat er einfach ausgemacht, weil er am Verlieren war? Komm mal kurz mit raus. Seine Vorbereitung ist auch gut für uns, so, weil dann machen wir auch ein bisschen so langsam. Weißt aber du? Wenn wir dingen, dann gehen wir schon am Wochenende. Ja. Gehen wir schon Gas. Aber jetzt nicht jeden Tag. Vorbereitung hast du nicht. Nein, trotzdem. Da bin ich auch froh, wenn ich die nicht so oft sehe. Ja. Wie stehst du eigentlich zu Bodybuilding? Was ist deine Einstellung? Ich mag Bodybuilding auch. Mein Schwiegervater, ja, der ist ja auch sehr Bodybuilding erfahren. Und da hat man einiges mitbekommen über die Jahre. Ich fand das schon immer geil. Das ist ja die Bilder da vorne von ihm. Das ist schon krass, wie man so einen Körper transformieren kann, sag ich mal. Mehr Muskeln sieht immer gut aus, ne? Ist ja klar. Guck hier, wir haben das richtige Gerät für Emil. Wir lernen schreiben und lesen. Machen wir mal P. Das ist ein Pre-Workout Booster geschallert. Genau so. Vom Krafttraining ist es ein Muss. Jetzt geht's los. Den Reaktor aktivieren. Oh, merkt man direkt. Check 3D, der Booster, kennst du ja noch? Ich habe hier manchmal länger gearbeitet, morgens bis um 5, 6 Uhr. Wir haben um 11 Uhr trainiert, habe ich den Check 3D genommen. Danach dem Training ging der Zappelmann los. Kennst du Check 3D? Ja, kenn ich noch. Kleine Mädchen, warte da so lange, der soll doch mal kommen. Meine Nase ist zwar, aber hast du Nasentropfen dabei? Warum brauchen wir sie dann so lange? Ist das schön? Das ist ein Geschenk von uns allen. Ach, hier, guck mal. Emil! Ja? Komm her! Zeig, was du gelernt hast, der Platinum. Kannst du? Nein. Kannst du das? Wie sollen wir das machen mit dem Bauch? Was ist im Bauch? Mach dir mal ein bisschen Musik an, dann kann nur. Wie oft trainierst du so in der Woche? Fünfmal. Fünfmal? Oben ist ein Spruch für ihn, Kopf und Malz verloren. Aber Tommy, der Raum ist brutal, gell? Jetzt will mal ein paar Partys starten, ne? Ja. So, mein Lieber.
Du bist ja schon seit mehr als 2 Jahrzehnten aktiv. Würdest du sagen, so langsam, wenn du ehrlich bist, licht ein bisschen das Feuer? Mhm. Gibt im Bodybuilding immer 2 Sachen, die dich antreiben. Das eine ist irgendwelche Platzierungen, Wettkämpfe. Und das andere ist besser werden. Ich bin jetzt 42. Ich hätte kein Problem damit, irgendwo Letzter zu werden, wenn ich wüsste, so gut war ich noch nie in Form. Aber wenn im Hinterkopf so mitschwingt beim Training schon, wahrscheinlich wirst du nicht besser. Wenn du Glück hast, wirst du noch mal so gut wie das letzte Mal. Dann fängt es an, echt schwer zu werden. Ne? Ja. Wenn du halt früher ins Beintraining gegangen bist, dann war Krieg und hast du an nichts anderes gedacht. Nicht an morgen gedacht. Wenn ich mich heute warm mache, denke ich schon, wenn ich morgen mit meiner Kleinen spielen will, dann habe ich keinen Bock, mich zu bücken. Und wenn du so Gedanken schon hast, dann ist eigentlich was passiert irgendwo, weißt du? Ja. Bis jetzt kannst du noch mithalten? Ja, bis jetzt geht's noch. Anderes Training, ne? Voll. Aber auch geil, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich mag das ja. Hier das war Ausschank. Ja. Ausschank. Und hier. Was für dich, Tommy? Ja. Kein Wunder, dass du dich natürlich zu diesem Raum angezogen gefühlt hast. Definitiv. Ja? Der Raum hat es mir angetan. Ja. Ich riech das Bier noch in der Luft. Wir haben gerade erfahren, das waren alles Aufwärmsätze. Ja, heute mal. Echt, ja? Ist das echt, machst du normal das nur als Aufwärmer? Ja, aber normalerweise würde ich jetzt 4 Vollgas machen. Das heißt, Vollgas nochmal draufpacken natürlich, ne? Mhm. Aber ich bin halt, habe ich mich schon gefreut, dass ich hier gutes Ding abgeliefert habe. Das war einfach nur zum Warmmachen. Was erwartest du? Du trainierst wieder Elite. Ich habe mal eine Frage, weil das immer so rauszwitschert. War das eine Verletzung oder ist das ein Muskel? Das ist ein sogenannter Trizeps. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Alter, das habe ich selbst ich noch nicht gesehen. Krass. Das ist ein anderer Reiz. Da musst du schon die Zähne zusammenbeißen, diesen Schmerz zu halten. Musst du knallen, ja. Erste Übung absolviert. Übung Nummer 1, High Row. Jetzt machen wir noch eine Ruderübung, wo man so direkt. Ich würde gerne interessieren, ob es gut war oder nicht. Nein, Spaß, alles heile noch. Gut. Alles heile noch. Ja, schon auch. Siehst ja. Guter Pump. Schon ein guter Pump da. Das war eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei dir. Das war für Bodybuilding. Da kamen Leute zu mir und haben gesagt, sowas habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Echt, ja? Was da abging. Krass, wie viele Zuschauer waren da? Das sind so 2,5. Hier sind groß. Herr Doktor. Ja. Wann gehst du zum Entbindungstermin? Chirurg, bitte. Chirurg. Was wäre für dich eigentlich der maximale Grad an Muskeln, die du bereit wärst zu verlieren? Also jetzt habe ich so vielleicht 106, 107 und die habe ich eigentlich seit ich 18 bin oder so. Ich glaube, wenn ich da drunter fallen würde, käme ich mir ein bisschen komisch vor. Das ist doch hier drinnen. Guck mal, du machst dein Leben lang, ich mache mein Leben lang Sport. Allein nur diese Gedanke bei mir, ne? Das ist schon, boah, da kriege ich so, weißt du, was ich meine? Das ist alles, was geht. Hä? 135 Kilo jetzt rudern. Oh Mann, boah. Das ist okay. Verrückte Kraftwerte eigentlich für den MMA-Kämpfer, ne? Ja, war mir schon klar, dass er beweisen kann. Ich weiß noch, damals, wo ich, mein Bruder ist immer ins Fitnessstudio gegangen, bin ich manchmal mit. 11, 12, 13, keine Ahnung. Da hat einer das Ding vorne rum gemacht, ne? Da ist das Seil gerissen. Da hatte ich das Ding auf die Nase. Das war ein Bruch, offener Bruch. Steht dir? Die behalte ich jetzt auch. Kann man das machen, 2 Uhren tragen? Eigentlich nicht, ne? Doch, ich schon. Oh, ich komme nicht hinten runter, ey. Ich hau mir das Ding jedes Mal in den Kopf, ey. Guck mal, so ist kein Problem. Versuch mal zu verbinden. Ja, gut. Ja, mach. Ihr drei als Ausnahmeathleten, was denkt ihr so, wenn ihr jemanden seht, der so gut gebaut ist?
Respekt. Sind wir schon fertig beim Ansehen. Respekt. War schon ein bisschen neidisch. Chirurg. Oder? Hannebommel und Brombeer. Zeig mal den Tisch hier von den Jungs, die machen gerade Teeparty. Ja. Und hier? Sommer 2023. Ja. Ah, ja, 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 ja. Aber schon realistisch. Sommer 2023. Wenn du realistisch wärst, würdest du sagen Sommer 2030. Das ist realistisch. Wir werden sehen. Alles nächstes klar. Nächstes Jahr okay. Sommer. Geht schon böse auf den unteren Rücken, ne? Bei mir. Zwickt. Maschine. Naja, wären noch 3-4 gegangen, aber ich will jetzt. Sicherheit geht. Sicherheit heute geht. Heute hast du ja als Bodybuilder krasse Möglichkeiten, jung durchzustarten, finanziellen Support. Wie nimmst du das wahr, wenn dann Leute das nicht richtig wertschätzen und da immer noch am Rumheulen sind? Früher musstest du eigentlich, um irgendwie finanziell erfolgreich zu sein, Profi werden. Das hieß, du musst Rheinland-Pfalz-Meister werden, Deutscher Meister werden. Dann wärst du vielleicht nur auf eine WM geschickt. Wenn du die WM gewinnst, dann kannst du Profi werden. Und damals gab es eine Bodybuilding-Klasse. Da waren alle drin. Und der ganze Genpool und alle guten Leute waren alle da. Die wollten alle diesen einen Titel haben, den du einmal im Jahr eigentlich kriegen konntest. Selbst dann musstest du ja erstmal noch einen Vertrag bekommen mit einem guten Sponsor, ne? Um davon leben zu können. Bei mir neigt sich das ja jetzt alles so dem Ende zu. Und wenn ich die Möglichkeiten mit 20 gehabt hätte, da hätte ich sicherlich von profitieren können. Ich habe so gesehen noch Glück gehabt, dass ich so den Rest dieser Bewegung mitnehmen konnte. Ich habe natürlich auch irgendwo Glück gehabt. Ohne deutsche Beteiligung war ich der erste Deutsche beim Olympia, der erste, bei der bei Classic gestartet ist. So gesehen hat es natürlich auch Vorteile, wenn du ein bisschen früher dabei bist, ne? Und ich war noch zum Beispiel noch auf Zeitschriften drauf. Das war heutzutage. Es war für mich voll wichtig, früher auf ein Cover zu kommen von der Flex. Ja. Heute gibt es die meisten Zeitschriften gar nicht mehr. Ne? Mhm. Klingt schön, ja? Ja. Das Ding ein Wein, eigentlich muss man gleich Korken schmeißen. Ja. Mit Tommy. Öffnen. Der Sekt hat doch bestimmt einer dabei. Der Champagner ist dabei, Tommy. Das ist der Sackschutz. Ja, heute war nicht mal. Ja. Siehst du, und dann geht's direkt los. Ja. Hoppala. Oh, leck mich am Arsch, ey. Genau. Das so. Nicht hoch. Komm, einmal noch. Jawohl. Also. Zieh mit zwei am besten. Das ist zu hoch, Digga. Ja, zieh, zieh. Geht nicht, sonst ich habe Probleme mit dem Arm. Ja, ja, geht. So, was kann man abschließend sagen? War ein gutes Training? Ich kann es nicht einschätzen. Hat Spaß gemacht, ja. Ja. War jetzt kein Leistungsvorbereitungs-Wettkampf-Bodybuilding-Training, weil wir haben viel gequatscht, ne? Genau. Aber hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Altbekannt, aber bewährt. Designerway von ESN. Sehr gut für den Muskelerhalt, Muskelaufbau. Das bestschmeckendste Eiweiß hier in Deutschland und bestverkaufste Eiweiß. Direkt rein nach jedem Training. Ein Muss für jeden Athleten. Man kann natürlich noch mehr aus seinem Körper rausholen, ne? Dass die Muskeln gut versorgt sind, ne? Schmeckt brutal. Wie gehabt, mit dem Rabattcode Eckelin gibt es 10% auf alle Artikel bei ESN. Besucht die Seite, auf geht's. Jo Leute, zum Abschluss, wie immer, unser Partner Chronic, eine der größten Uhrenplattformen hier in Deutschland. Über 7000 Modelle, ob nagelneue, gebraucht oder Vintage-Uhren. Natürlich alle auf Echtheit geprüft. Wenn ihr auch so eine geile Uhr haben wollt, mit dem Rabattcode Eckelin Special gibt es den doppelten Rabatt auf euren Einkauf. Also sichert euch eine geile sportliche Uhr.